Wenn das eigene Kind schwer krank, behindert oder sogar lebensverkürzend erkrankt ist, gehört das sicherlich zu den schlimmsten Dingen, die einer Familie widerfahren kann. Das komplette Leben wird auf den Kopf gestellt und viele Betroffene wissen nicht, wie sie das alles schaffen sollen, geschweige denn, wie sie mit der Situation und den damit verbundenen Ängsten umgehen sollen. Oftmals benötigen diese Kinder viel Pflege und Zuwendung, für die die Elternteile einiges an Zeit in Anspruch nehmen müssen. Unterstützung von außen gibt es zwar in Form von Pflegediensten, aber diese reichen in der Regel nicht aus. Und dann gibt es zudem oft gesunde Geschwisterkinder, die durch die intensive Betreuung des erkrankten Kindes zu kurz kommen. Was viele dieser Familien nicht wissen, es gibt fast in jeder Stadt zusätzliche Hilfsangebote von Ehrenamtlichen, sowie den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Reutlingen. Ein Kinder- und Jugendhospizdienst? Viele Menschen verstehen darunter eine Sterbebegleitung oder einen Ort, an den man zum Sterben kommt. Doch das ist nicht so. Es herrscht erstens noch das Bild vom Hospizdienst vor, was sehr an den Erwachsenendienst anlehnt, wo es heißt, okay, wenn die kommen, wird gestorben. Und so ist es bei weitem nicht. Also wir machen keine Sterbebegleitung, wir machen Lebensbegleitung in einem Leben, wo der Tod gegenwärtig ist. Das heißt konkret, der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Reutlingen hilft Familien, indem er ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stellt, die auf die individuellen Bedürfnisse der Familien eingehen und Entlastung bringen sollen. Wie das genau funktioniert? Das kann unterschiedlich sein. Also entweder es geht darum, die Geschwisterkinder zu begleiten, weil die Eltern einfach nicht so viel Zeit haben, weil sie sich um die erkrankten Kinder kümmern. Es kann sein, dass die ehrenamtliche Ansprechpartner sind für die Mutter, die pflegende Mutter. Oder auch, dass Ehrenamtliche die kranken Kinder begleitet. Auch bei erkrankten Elternteilen kümmert sich der Kinder- und Jugendhospizdienst um die Bedürfnisse der Familie. Zum Beispiel auch beim Thema Abschied nehmen und Trauerarbeit. Es geht darum, herauszufinden, was brauchst du heute und das, was man für nächstes Mal plant, kann für nächstes Mal schon immer stimmen. Es gibt manchmal Fahrdienste zum Beispiel, dass man die Kinder zum Reiten fährt oder zu irgendeiner Sportgeschichte begleitet, weil das die Eltern, die pflegenden Eltern nicht können. Also es ist wirklich so, dass wir versuchen, das möglich zu machen, was der Familie am meisten bringt. Und das kann ebenso unterschiedlich sein wie die Familiensituationen selbst. Eine Hürde gilt es aber immer zu überwinden, die Familien müssen die Hilfe auch wollen. Weil man muss sich vorstellen, in einer Familie, wo ein Kind schwerst erkrankt, vielleicht intensiv pflegebedürftig ist, da sind schon sehr viele Helfer. Da kommt 2-3 Mal am Tag ein Pflegedienst, oft mit wechselnden Personen. Da ist viel Kommen und Gehen. Und da ist es erstmal eine Hürde, auch sich vorzustellen, es kommt nochmal einmal in der Woche ein Mensch, ja, auf den man sich auch einlassen muss und der sich auch in der Familie dann befindet. Familie ist auch ein ganz schützenswerter Raum. Ein schützenswerter Raum, den es zu bewahren gilt. Das ist auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wichtig. Sie können und sollen kein Pflegepersonal ersetzen. Sie wollen die Familie da unterstützen, wo Hilfe fehlt. So wie bei Aline Rösch. Ihr Sohn Romeo ist vor 15 Jahren bereits im 6. Monat als extremes Frühchen auf die Welt gekommen. Kurz darauf kam es zu einer Hirnblutung, woraufhin die Hälfte seines Gehirns einblutete. Im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr Komplikationen und Erkrankungen dazu. Bis heute wurde der Junge bereits 33 Mal operiert. Seine Diagnose ist 1,5 Seiten lang. Romeo ist mehrfach schwerst behindert. Für die junge Mutter kam das damals alles unerwartet. Also ich glaube, man hat einfach von Tag zu Tag gelebt. Also dadurch, dass er so früh auf die Welt kam und ich ja erst 18 war und er ein halbes Jahr in der Klinik liegen musste und wir gar nichts wussten. Also wir wussten von Tag zu Tag eigentlich nicht, ob er den nächsten Tag packt, was kommt. Er wurde ja schon ganz früh operiert, ich glaube schon nach einer Woche das erste Mal. Da hat man einfach geguckt, wir wussten es nicht. Wir konnten es dann noch nicht abschätzen. Und ich glaube heute auch, dass es gut war, dass wir das alles noch gar nicht wussten, was noch so alles kommt. Doch aufgeben kam für sie nicht in Frage. Das Leben musste schließlich irgendwie weitergehen, auch mit einem besonderen Sohn, so wie sie pflegebedürftige Kinder liebevoll nennt.
Also ich war 2 Jahre mit ihm komplett zu Hause und habe dann angefangen zu überlegen, was ich machen möchte. Ich hatte keine Ausbildung bis dahin, Schulabschluss, aber keine Ausbildung. Und habe dann überlegt, dass ich die Erzieherausbildung mache, falls es Romy einfach mal so schlecht geht, dass ich zu Hause bleiben muss und Tageskinder oder so nach Hause holen könnte, dann wäre das einfach besser bezahlt mit einer Erzieherausbildung. Und das ging dann nur mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mitgeholfen, dass ich die Ausbildung machen konnte. Ansonsten gab es nichts. Also wir haben uns damals erkundigt, ob man eine Tagesmutter oder so bekommen könnte in der Zeit, in der ich in der Schule bin. Und dann hieß es, für behinderte Kinder gibt es sowas nicht. Für so Schwerkranke sowieso nicht. Romeos Papa und Aline trennten sich einige Zeit später. Das hatte nichts mit Romeo zu tun und der Vater kümmerte sich auch weiterhin regelmäßig um den gemeinsamen Sohn. Dennoch betreute hauptsächlich Aline ihren besonderen Sohn. Von dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst wusste die junge Mutter lange nichts. Wir haben tatsächlich erst vor 3 Jahren davon erfahren. Der Romy hatte vor 3,5 Jahren einen Herzstillstand in München, als wir bei einer Hüftoperation waren. Und da ging das alles eigentlich erst los. Also da hatte uns damals eine Palliativschwester aus München gesagt, wir sollen uns doch erkundigen, sowas müsste es auch in Reutlingen geben. Und dann haben wir mit dem Kinderarzt gesprochen und der hatte uns dann den ambulanten Hospizdienst empfohlen. Gott sei Dank, aber leider haben wir es davor nicht gewusst. Und damit ist Aline nicht allein. Leider wissen viel zu wenig Menschen von der wertvollen und kostenlosen Unterstützung, die der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst den Menschen im Reutlinger Umkreis anbietet. Diese Erfahrung machen auch die Koordinatoren des Dienstes regelmäßig. Wir erleben immer wieder Familien, die auf uns zukommen und sagen, warum haben wir nicht schon früher gewusst, dass es euch gibt? Ja? Wir wären schon viel früher gekommen, aber es hat uns niemand gesagt, wir wussten es nicht. Wer also eine Familie kennt, die Hilfe gebrauchen könnte, kann sich jederzeit ganz unverbindlich beim Kinder- und Jugendhospizdienst melden. Nach einem ersten Gespräch am Telefon läuft es dann wie folgt ab. Wir sind die Koordinationskräfte, also wir sind die Leute quasi hinter den Begleitenden. Wir machen die Erstbesuche, wenn bei uns Familien anrufen. Wir gehen in die Familie rein, wir gucken mal, was wird gebraucht, erklären den Eltern zuerst mal, was wir sind und was wir machen können. Und die Eltern erzählen uns, was sie sich vorstellen, was sie brauchen können. Und uns ist immer ganz wichtig, dass wir das, was für uns möglich zu machen ist, auch möglich machen. Also bei uns können die Eltern letztendlich bestimmen. Das, was in unseren Möglichkeiten ist, machen wir gerne. Auch Aline ist diesen Weg gegangen. Seit 3 Jahren bekommt sie nun circa einmal die Woche für einige Stunden eine ehrenamtliche Helferin für Romeo. Die ist mit Romeo so einmal die Woche spazieren gelaufen, zur Apotheke, hat Sachen erledigt, hat in der Schwangerschaft mich unterstützt. Die gehen zusammen ins Museum, die gehen zusammen zum Skaterpark und stehen da oder ein Eis essen. Also die machen wirklich unheimlich viel. Der Romeo freut sich ganz arg, wenn die kommen. Ja, sie hat Aline auch in ihrer Schwangerschaft unterstützt, denn vor über 2,5 Jahren bekam Aline ihr zweites Kind, Mina. Seit circa 8 Jahren ist Aline mit Sammy zusammen und mittlerweile auch verlobt. Für ihn war es nie ein Problem, dass Romeo viel mehr Zeit als ein gesundes Kind in Anspruch nimmt. Als ich den Sammy kennengelernt habe, der wusste direkt von Anfang an von Romeo. Wir haben uns über eine Freundin kennengelernt. Und das große Glück ist, dass sein ältester Bruder Down-Syndrom hat. So war das für ihn, glaube ich, nie ein Thema. Also für ihn war der Romy, wie er ist, toll und klar eingeschränkt und alles, aber war nie ein Problem, Gott sei Dank. Sonst hätte das auch nicht funktioniert zwischen uns. Ja. Und dann gab es vor rund 8 Monaten sogar noch einmal Nachwuchs. Mit der kleinen Maya gibt es jetzt 3 Kinder, die viel Zuwendung im Hause Rösch brauchen. Das ist nicht immer einfach, denn Romeo baut immer mehr ab und braucht deshalb natürlich viel Pflege. Um 5.15 Uhr geht es jeden Morgen für Romeo mit dem ersten Medikament, einem Magenschutz, los. Danach folgen Atemtherapie, Morphiumgabe, das Eincremen und so weiter. Das letzte Medikament wird um 23 Uhr gegeben. Da Romeo nicht mehr selbstständig schlucken kann, wird er mittlerweile auch künstlich ernährt. Außerdem kann er sich nicht bewegen, was oft zu Druckstellen führt. Also was er kann, ist eigentlich, er kann lachen, er kann ein paar Wörter sagen. Das war es eigentlich auch schon. Wir dürfen bei den abendlichen Versorgungsritualen dabei sein. Und die beinhalten bei Romeo eben mehr als nur Zähneputzen und Schlafanzug anziehen. Also wir fangen immer an mit dem Inhalieren. Dann bekommt er hat vorhin einen Magenschutz schon bekommen. Bis der jetzt quasi gewirkt hat, in einer halben Stunde kommen die nächsten Medikamente.
Dann klar, waschen, Schlafanzug, Zähne putzen, muss man auch immer ganz arg aufpassen, weil das Cortison so Pilz machen kann. Dann kommt er nochmal ans Atemgerät, bisschen Atemtherapie und dann hat er seine Ruhe, darf CD hören und hier ein bisschen entspannen. Und ich glaube, da freut er sich auch drauf. Während wir das abendliche Programm der Familie begleiten, merken wir schnell, dass Aline und Sammy zwar gut eingespielt sind, um alle Bedürfnisse der drei Kinder zu stillen, dennoch sind eben alltägliche Dinge wie Zähneputzen bei einem Kind wie Romeo nicht einfach. Es muss auf so viel mehr geachtet werden und das können sich außenstehende Personen oftmals gar nicht vorstellen. Wir müssen jetzt die Nase abkleben, weil der Romy so eine dünne Haut oben an der Nase hat und da ja die Atemmaske drauf drückt, 12 Stunden mindestens. Wenn wir das nicht machen würden, würde ihm die Nase aufplatzen. Und deswegen bekommt er jede Nacht quasi so einen Schutz drum, dass die Nase hoffentlich nicht aufplatzt. Das passiert leider trotzdem oft. Jetzt gerade haben wir es relativ gut im Griff. Hier oben hat er auch so eine Delle, wo wir wahrscheinlich, ja, wenn es blöd läuft, übernächste Woche anfangen müssen, Pflaster zu kleben, dass uns eben die Stirn auch nicht aufgeht. Und so hat der Romy einige Stellen am Körper, wo man einfach aufpassen muss. An der Ferse zum Beispiel, hinten am Steiß. Da sieht es bisher noch ganz gut aus. Ja, aber auch hier zum Beispiel die Piloten drücken rein. Kann nachher sein, er ist da ganz rot oder blau. Für die zwei kleinen Schwestern ist das Prozedere ganz normal. Sie kennen es ja nicht anders und Mina will manchmal sogar schon mithelfen. Zeit zum Kuscheln gibt es natürlich auch. Beim Abendessen bemerken wir, dass auch Romeo Kontakt zu seiner Schwester sucht. Dennoch, Einzelzeit mit Mama, ein wertvolles Gut für alle Kinder. Auch Mina hat seit über einem Jahr eine ehrenamtliche Betreuerin, die einmal die Woche nur für sie da ist. Dass sie so wie jetzt hier im Kinderzimmer spielen, passiert aber eigentlich so gut wie nie. Weil wenn ich komme, dann gehen wir sofort raus, spielen auf den Spielplatz, in die Stadt, zu Osiander. Hier sind wir so gut wie nie, selbst im Winter nicht, wenn es regnet. Wir sind immer draußen und es ist natürlich auch gleichzeitig unterstützend dann für die Mutter, für die Familie. Sie hat Ruhe für die anderen Kinder, für sich selbst vielleicht mal. Deshalb sind wir meistens draußen. Silvia hilft mit ihrem Engagement der ganzen Familie und jeder profitiert davon. Doch wie kommt man eigentlich auf die Idee, einer fremden Familie solch eine Hilfe anzubieten? Die Idee kam mir vor 10, 12 Jahren, als mein Vater selber schwer krank war und ich habe ihn begleitet bis zum Schluss und habe dabei gesehen, in den Krankenhäusern, viele Leute sind alleine, haben niemanden bis zum Schluss, liegen da, keiner kümmert sich und da ist mir aufgefallen, da ist Not am Mann. Um ein Ehrenamt im Kinder- und Jugendhospizdienst zu übernehmen, muss eine passende Ausbildung erfolgen. Also die Ausbildung geht knapp ein Jahr, von Januar bis November. Es gibt erst einen Informationsabend, wo man überhaupt mal sehen kann, ist das meins? Viele haben ja bestimmte Vorstellungen, wie das aussieht. Und dann kann man schon im Vorab mal schauen, ist das was für mich? Mit dem Kurs macht man auch Hospitationen im Krankenhaus, im Altersheim. Geht mit dem ambulanten Hospizdienst mal auf Tour, um einfach so die einzelnen Rubriken sehen zu können, was alles machbar ist. Was traue ich mir zu? Kann ich damit umgehen? Das sind Fragen, die sich die angehenden Ehrenamtlichen stellen müssen, bevor sie in die Familien kommen. Sie sollen entlasten und Ruhe in stressige Situationen bringen. Das ist nicht für jedermann etwas. Silvia ist zufrieden mit ihrer Entscheidung. Ja, es ist schön, wenn man Menschen unterstützen kann, wenn man sieht, dass es eine Bereicherung ist, dass die Familien entlastet sind. Und ja, macht auch Spaß, mit den Kindern draußen zu sein. Spaß und einfach eine gute Zeit zusammen verbringen. Darum geht es den Ehrenamtlichen des Kinder- und Jugendhospizdienstes. Für ein paar Stunden alle Sorgen, Ängste und Kummer beiseite schieben und den Moment genießen. Neben der Möglichkeit einer ambulanten Betreuung bietet der Dienst auch noch weitere Möglichkeiten der Hilfe an.
Also mir bietet Gruppe an, wo sich zum Beispiel Geschwister treffen, einmal im Monat samstags, und Kinder, die schon ein Geschwister verloren haben oder auch ein anderes Familienmitglied. Und da geht es darum, einfach einen schönen Mittag miteinander zu verbringen. Und zwar im Kreis mit anderen Kindern, von denen ich weiß, dass die ein ähnliches Schicksal haben. Das wird nicht unbedingt thematisiert, sondern das ist einfach so was, dass sich da die Kinder, anders wie zum Beispiel in der Klasse, wo sie vielleicht das einzige Kind sind mit so einer Geschichte, dass es weiß, dass die andere Kinder einfach auch schwierige Lebenssituationen zu haben. Und dann gibt es manchmal so zwischen den Zeilen oder ganz kurze, wie soll ich sagen, Wortwechsel zwischen den Kindern. Und über die Zeit, wenn die regelmäßig kommen, gibt es auch so Freundschaften, wo dann vielleicht das Vertrauen da ist, auch Dinge anzusprechen, ja, die jetzt vielleicht ein bisschen tiefer bewegen. Und die Kinder wissen, unsere Ehrenamtliche, die diese Gruppe begleitet und gestaltet, und auch wir Hauptamtliche, wissen um ihre Situation und sind für ihre Themen ansprechbar, wenn sie es brauchen. Unterstützung bekommen die Familien außerdem auch in schwierigen Verhandlungen mit den Krankenkassen, wenn sie es möchten. Der Herr Stoß kam und hat uns zum Beispiel unterstützt, als es um diese Badewanne hier ging, und konnte einfach in seiner Position auch ganz andere Sachen sagen wie ich. Also wir sind abhängig von den Kassen. Ich bin auch dankbar, was die alles machen und bezahlen und so, aber es ist einfach ganz arg schwierig, und er hatte eine andere Möglichkeit, Dinge eben auch trotzdem freundlich zu sagen, wie ich sie jetzt hatte. Also ich hätte mir das nicht getraut, und ja, da war die Unterstützung wirklich toll, und ich glaube, ich würde ihn auch zum nächsten Mal wieder dazu nehmen. Denn oftmals müsse man um Pflegebetten, Lifte oder andere Gerätschaften kämpfen. Und das, obwohl die Zeit ja sowieso knapp sei. Ich würde mir wünschen, dass das von Kassenseite, von Ämterseite nicht immer ein Kampf um alles ist. Also ob jetzt die Nahrung bezahlt wird, wie viele Systeme man bekommt, es ist einfach alles immer schwierig. Ein neuer Rollstuhl steht jetzt an. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Man hat mit so viel Bürokratiekram zu tun, wofür man eigentlich gar keine Zeit hat. Dem Rumi geht es zum Teil einfach ganz arg schlecht. Auch da wäre es gut, wir hätten mehr Unterstützung vom Pflegedienst. Das genehmigt die Kasse aber wieder nicht. Finanziell steht man mit so einem Kind einfach auch super schlecht da, weil ich nie 100% arbeiten kann. Fast immer werden nicht nur die Ehrenamtlichen und die Familien irgendwann zu Freunden, auch die Koordinatoren und die anderen Familien finden zueinander, wenn sie es wollen. Krankheit, Tod und Sterben ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Das merken wir auch an dem einfach, wie schwierig auch das den Familien fällt, auf uns zuzugehen, weil da einfach Bilder im Kopf sind, die wo einfach gesellschaftlich geprägt sind und da sind. Da wünsche ich mir schon einen anderen Umgang mit Krankheit, Tod und Sterben in der Gesellschaft. Das ist so meine Zukunftsversion. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es muss noch ganz, ganz viel passieren, dass diese wichtigen Themen in unserer Gesellschaft wieder mehr Raum und Platz bekommen. Sich trauen, Hilfe anzunehmen. Auch für Aline war das lange Zeit nicht so einfach. Im Nachhinein ist sie froh, den ersten Schritt gemacht zu haben. Ich glaube, es ist ganz arg schwierig, auch loszulassen und Hilfe anzunehmen, weil man eben immer auch ein bisschen Angst um sein Kind hat und kann es jemand anderes wirklich auch so gut wie man selber, aber es tut den Kindern einfach auch gut. Also beim Rumi merke ich wirklich, wenn die Silvi kommt, das ist seine, das ist für ihn was, das ist keine Therapie, die piekst nicht, die macht nichts, die macht einfach was mit ihm, was ihm Spaß macht, was schön ist, wo er auch irgendwie Kind oder Teenie sein kann. Die stellt sich zum Skaterpark, die behandelt ihn normal. Das ist einfach selten. Die meisten Leute haben doch irgendwie Berührungsängste oder gucken komisch. Und das ist bei ihr einfach nicht so. Ihr Alltag hat sich deutlich verbessert, seit der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in ihr Leben getreten ist. Nicht immer die Verwandten oder Freunde um Hilfe bitten müssen, sei ebenfalls eine Entlastung. Und auch wenn irgendwann der dunkle Tag kommt, an dem Romeo keine Kraft mehr hat, seinen vielen Krankheiten zu trotzen, weiß die Familie, dass jemand für sie da ist, der ihnen hilft.